Hallo Herr Leber, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Was genau machen Sie eigentlich? Was ich mache, ich picke Aktien. Also Ja. mein Geschäft ist es, Fonds zu managen. Das heißt, Publikumsfonds, die man ganz normal bei einer Bank kaufen kann. Fonds sind praktisch Hüllen. Also ich sage mal, das ist wie Busfahren. In einem Fonds sind, sagen wir mal, 50 Aktien drin und die picken wir hier im Team zusammen, packen die in ein Portfolio zusammen und in diesem Portfolio, das kann man sich wie einen Bus vorstellen, bin ich der Busfahrer, die Aktien fahren hinten mit und man kann sich an diesem Bus beteiligen. Das ist eigentlich mein Geschäft. Genau, und Sie sind ja Value Investor, wie ich verstanden habe. Ja. Also wie Warren Buffett kann man sich das vorstellen. Ja. Na gut, Und es gibt diese Einstellung, dass man sagt, ich mache so, was der Markt macht, guck mal, der geht heute hoch, dann gehe ich auch rein, geht heute runter, gehe ich raus. Das ist ja die Einstellung eines Momentum-Investors, der sagt, ich will mal schauen, was andere Leute tun und kopiere das. Ein Value-Investor macht das Gegenteil. Er sagt, ich bilde mir eine Meinung zu den Firmen und wenn ich die Firmen zum guten Preis bekommen kann, dann kaufe ich sie. Losgelöst davon, was andere Leute denken. Das ist das typische Value-Investieren und da gibt es ganz viele Varianten dazu. Sie bewerten wahrscheinlich Firmen natürlich auch anhand verschiedener Verfahren. Und welches Verfahren nutzen Sie da am häufigsten? Ja, also wir haben unser ganz eigenes Ach Verfahren, so. also nicht Kursbuchwert, nicht Dividendenrendite, ganz eigenes Verfahren, das ein Professor Penman in New York entwickelt hat. Der sagt, Geld in der Firma bedeutet erstmal gar nichts. Also wenn da eine Firma da ist und die hat so viel Kapital, dann gibt es keinen Grund, irgendwo auch nur einen Penny mehr zu zahlen dafür, für das Kapital. Wenn die Firma aber arbeitet und Renditen erzielt, dann kann ich einen Aufpreis zahlen auf das Kapital, das ich bekomme. Jetzt die Frage, Renditen gibt es überall, nicht mehr so viel aktuell, aber die Firma muss mehr verdienen als das, was ich fordere. Also das, was ich woanders bekomme, dafür zahle ich nichts. Aber wenn die Firma mehr Geld verdient, als ich woanders bekomme, dann kann ich für diesen Mehrverdienst auch mehr an der Börse bezahlen. Und wir nehmen, das ist ein sogenanntes Residual Income Modell. Das heißt, wir nehmen die Kapitalbindung, die ein Geschäft hat, also wie viel braucht es, um vorwärts zu laufen. Wie ist die Rendite da drauf? Ist das mehr, als ich haben möchte? Machen davon den Barwert, addieren dann den Wert der physischen Güter, subtrahieren die Schulden und haben dann eine Meinung zum Wert der Firma und vergleichen das mit dem Börsenwert. Und wenn das billig ist, dann kaufe ich und wenn es teuer ist, ja, manchmal halte ich dann noch eine Zeit lang, aber wenn es dann zu teuer wird, verkaufe ich dann auch. Und haben Sie dann auch so eine Art Sicherheitsmarge? Ja, wir haben lange, lange Jahre immer mit einer kräftigen Sicherheitsmarge gearbeitet. Wir haben gesagt, 20% Rabatt will ich immer haben, damit ich immer auf der richtigen Seite liege. Wenn mal was schief geht, man kann ja Schätzfehler machen, man kann zu optimistisch sein. Diese Sicherheitsmargen sind dummerweise in den letzten Jahren fast vollständig verschwunden. Es gibt ganz, ganz wenig Firmen noch, die man wirklich nachgeworfen bekommt. Man kriegt sie manchmal auch in Krisenzeiten nachgeworfen, dann ist die Sicherheitsmarge da. Aber leider ist diese alte Sicherheitsmarge, die ich so gewöhnt war über die letzten Jahrzehnte, weitgehend verschwunden. Und begrenzen Sie sich nur auf Deutschland oder sagen Sie, ich investiere weltweit? Ah nein, natürlich nur weltweit, denn warum soll ich mich beschränken? Ich frage mich immer, warum mache ich bewusst meinen Horizont klein, wenn ich so ein Riesenuniversum habe an Firmen von der ganzen Welt? Bevor wir gesprochen haben, habe ich gerade einen Bildschirm zugemacht. Das war eine japanische Messtechnikfirma, einfach super gut. Ja, ich meine, dann sitzt sie eben in Japan statt in Deutschland. Trotzdem möchte ich sie doch haben. Also kaufe ich natürlich überall auf der Welt, wo ich die besten Firmen finde. Genau, dann erweitern Sie Ihren Horizont halt, dann gibt es ja wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten. Ja klar, überlegen Sie mal, wenn wir in Deutschland bauen, Deutschland ist ein kleiner Aktienmarkt. Da haben wir unseren DAX und dann wird schon ziemlich dünn darunter. Dann gibt es noch so 30 bis 50 wirklich gute Firmen in der zweiten Reihe. Aber dann gehe ich nach Japan, dann gehe ich in die USA, Kanada, überall auf der Welt gibt es richtig gute Aktiengesellschaften, weit mehr als in Deutschland. Man muss auch sagen, Deutschland ist ein alter Markt. Die Firmen, die wir hier in Deutschland haben, sind ganz häufig uralte Firmen, die vor 100 Jahren schon da waren. Und die Innovation ist manchmal bei den ganz jungen Firmen, die es erst seit 5 Jahren gibt oder seit 10 Jahren. Und die haben manchmal noch einen ganz langen Lauf vor sich. Also die können noch 20, 30 Jahre wachsen. Warum sollte ich eine alte, bisschen verschlafene deutsche Firma nehmen, wenn ich eine moderne internationale haben kann? Also da muss man wirklich offen sein. Und wann haben Sie eigentlich Ihre erste Aktie gekauft?
Mit 10 Jahren. Das ist doch, bei Interviews immer so ein bisschen eine Testfrage. Es gibt ja Leute, die studieren das Ganze und dann haben sie noch ein Buch gelesen und noch ein Buch gelesen und dann sagen sie, jetzt kann ich dann bald mal damit anfangen, mit dem Investieren. Leute, raus ins Portemonnaie reingeguckt und mal eine Aktie gekauft. Einfach mal die Finger schmutzig machen. Man muss es einfach mal machen. Man lernt es nicht aus Büchern. Und ich habe eben mit 10 Jahren angefangen und auch viel gelernt. Es war damals die Bayer-Aktie. Damals ist man noch zur Bankfiliale gegangen, abends hat geguckt, was war denn der Kurs heute. Der wurde dann ins Schaufenster gehängt. Da hat man sich gefreut und da hat sich jahrelang überhaupt nichts getan an den Kursen. Da war keine Bewegung drin. Und da hat man gelernt, da gab es eine Kapitalerhöhung, da gab es Anleihen, da gab es Wandelanleihen, da gab es Bezugsrechte. Und jedes Mal lernt man eine neue Schwierigkeit kennen. Wie rechne ich das jetzt aus? Und im Laufe der Zeit habe ich dann eben gelernt, wie man die Dinge berechnet und wie die Mechanik vom Kapitalmarkt funktioniert. Genau. Und Sie haben ja, glaube ich, auch ein Buch mitgeschrieben, das heißt Charlie Munger. Ich habe dem nichts mehr hinzufügen, oder? Nee, ich glaube, da hatte ich nur ein Vorwort geschrieben. Ach, Sie haben ein Vorwort. Da habe ich selber nicht mitgeschrieben an dem Buch. Das hat, wie heißt der, Griffin, Ken Griffin, glaube ich. Genau, genau. Von dem bin ich mir ganz sicher. Das ist ein ganz interessanter Mensch übrigens. Ich habe ein paar Mal getroffen. Der hat bei Microsoft für Excel diese Pivot-Tabellen erfunden. Mhm. Also das ist ein ganz kluger Softwareentwickler und der hat dann dieses Buch über den Charlie Munger geschrieben. Sie hatten ja vorhin den Warren Buffett angesprochen. Warren Buffett ist ja der bekannte und eigentlich größte Value-Investor aller Zeiten. Also auch wenn ich ins Mittelalter zurückgehe, es gibt kaum einen größeren Investor als Warren Buffett. Der interessantere von den beiden Chefs dieser Firma ist der Charlie Munger. Der denkt viel mehr wie ein Ingenieur, denkt viel mehr im Sinne von Lebensweisheiten, Lebensrezepten, ist viel innovativer als ein Warren Buffett. Auch die andere Partei, also die sind parteipolitisch in unterschiedlichen Lagern, die beiden. Und der Charlie Munger ist für mich eine fast noch größere Quelle der Inspiration, als Warren Buffett das ist. Und Sie sind ja wahrscheinlich schon auf der Hauptversammlung gewesen. Ja, ich weiß nie ganz genau, ob es 25 Mal war oder 24 Mal oder 26 Mal. Ich bin gerade dabei, die alten Fotos, die ja noch, die ich mit Film noch gemacht habe, mal durchzuforsten. Wann habe ich zum ersten Mal die Fotos gemacht? Kleine Runde damals, was weiß ich, 30, 40 Leute, die dann in so einem Konferenzraum sitzen, 3000 im Auditorium und man konnte Buffett selber noch fragen, kannst du mir bitte mal diesen Geldschein unterschreiben? Ich habe noch Dollar und D-Mark und Euro-Geldscheine von ihm unterschrieben bekommen. Und das ist inzwischen ja ein Massenereignis geworden. Aber es gibt, ich glaube, nur ein Jahr, das ich ausgelassen habe. Die anderen habe ich konsequent in den letzten 25 Jahren besucht. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob das Buch von Ihnen ist. Es gibt ja auch das Great Minds of Value Investing. Ja. Ist das vielleicht von Ihnen? Ganz genau. Das Buch. Great Minds of Investing. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe, das ist so 10 Jahre her ungefähr, mhm, überlegt, dass die Zeit der großen Individuen zu Ende geht. Ich meine, wir leben in einer historischen, in einer Welt, die sich verändert. Und das, was Warren Buffett gemacht hat, das Investieren nach Bilanzen, nach Bilanzkennziffern, nach Regeln, ist ja weniger als 100 Jahre alt. Wenn Sie mal 100 Jahre zurückgehen, da hat es Firmen gegeben, da wurden die Aktien gehandelt in irgendwelchen Hinterhof-Wettstuben. Dass es eine Börsenaufsicht gibt, überhaupt, dass es eine Börsenpflicht gibt, Börsenaufsicht, Prospekte, dass man alles publizieren muss, dass die Zahlen auch stimmen sollen. Das ist erst 90 Jahre alt. Und erst seit es das gibt, gibt es auch das systematische Value-Investieren. Wie wollte man vorher denn den Wert ausrechnen in einer Firma? Und Buffett hat das ausgenutzt, groß gemacht, das Thema. Und ich wollte, bevor die Zeit dieser großen Einzelpersönlichkeiten zu Ende geht, nochmal ein Buch über die großen Charaktere machen. Ich vermute, die nächsten Jahrzehnte werden von Computermodellen geprägt. Die sind heute schon alltäglich, wir sehen sie nicht, aber die Computer steuern die Märkte im Wesentlichen. Und der Platz für den Einzelnen, für das Individuum wird immer kleiner. Ich wollte ein Denkmal setzen für die wirklich großen Köpfe dieser Zeit. Das haben wir mit dem Buch gemacht. Und das Buch findet man ja auf Amazon und wahrscheinlich. Ja, das ist noch verfügbar. Wir hatten 2 Nachdrucke, es sind nur ein paar tausend Exemplare überhaupt. Ich muss noch dazu erzählen, die Fotos in dem Buch. Also der Fotograf, der für das Lowenstein-Buch in den 80er Jahren das Bild von Warren Buffett gemacht hat,
wie Warren Buffett auf dem Dach von dem Verwaltungsgebäude steht. Der heißt Michael O'Brien. Und auf einer der Hauptversammlungen, das ist ja eine sehr brüderliche, freundschaftliche Veranstaltung, diese Hauptversammlung, sind wir da in so einer Buchausstellung, wo es um Value-Bücher geht und ich treffe diesen Fotografen und denke, das ist derjenige, der damals dieses ikonische Foto gemacht hat, dafür Esquire Magazine in den 80er Jahren. Und wir kommen ins Gespräch und haben uns befreundet und ich habe auch dieses Wochenende nochmal wieder E-Mails mit ihm ausgetauscht. Er fragt, soll er ETFs machen, was soll er eigentlich jetzt machen und so weiter. Also wir tauschen uns sehr intensiv aus. Und er ist ein hervorragender Pressefotograf und Porträtfotograf. Und ich habe ihn einfach gebeten, diese Great Minds of Investing einfach mal festzuhalten. Und er ist dann durch die Welt gereist mit seiner Ausrüstung, mehreren Koffern voll und hat überall auf der Welt sein Equipment aufgestellt und die Fotografen und die großen Investoren fotografiert. Bei einigen war ich dabei, bei einigen nicht. Aber es sind hervorragende Porträts draus geworden. Sowohl der Fotograf als auch die Objekte, als auch die Texte sind wirklich sehenswert in diesem Buch. Meine Rolle dabei war nur, das Ganze ins Leben zu rufen und im Wesentlichen zu bezahlen. Es war ein teurer Spaß. Ja, Herr Leber, haben Sie vielleicht noch weitere Büchertipps für Leute, die halt Vermögen aufbauen möchten? Ja, es gibt verschiedene sehr gute Bücher. Ich fand also wie das Lowenstein-Buch über Buffett sehr gut. Ich finde es immer wichtig, dass man zur Quelle geht. Wo kommt eigentlich die Information her? Und das Beste sind eigentlich Geschäftsberichte. Die alten Geschäftsberichte von Warren Buffett. Die fangen an etwa 1964, glaube ich. Da war er damals bei Berkshire Hathaway eingestiegen. Die gibt es als Sammelband bei Amazon auf Englisch in der verkürzten Fassung, also als Kondensat auch von Lawrence Cunningham herausgegeben, auf Deutsch und auf Englisch. Und ich finde immer am besten, das Original zu lesen. Also genauso wie bei Einstein, Relativitätstheorie, das Original ist viel klarer und präziser als all das, was später darüber geschrieben worden ist. Man versteht es vielleicht nicht unbedingt, aber man ist direkt an der Quelle. Das würde ich dringend empfehlen, also die Originaltexte. Es gibt eine sehr gute Kompilation von Texten über die Buffett und Munger artikuliert haben, mit Kommentaren von Peter Bevelin, Bevelin. Das heißt, tell me where I'm going to die, so I won't go there. Also sage mir, wo ich sterben werde und dann werde ich nicht dahin gehen. Und das ist ein Buch, ein Kondensat aller Weisheiten, die die beiden jemals mündlich, schriftlich abgegeben haben. Sehr klug kommentiert und für mich voller Weisheiten. Ich habe extrem viel aus diesen Büchern mit den Zitaten meiner beiden Großmeister gelernt. Auf der Bewertungsseite würde ich stark empfehlen, den Stephen Penman, P-E-N-M-A-N, ein Professor von der Columbia University. Da gibt es ein paar Grundsatzbücher über Bewertungstechnik. Und es gibt auch einige wissenschaftliche Papers, die das auch schon gut erklären auf seiner Website. Es gibt den wahrscheinlich indischstämmigen New Yorker Professor, heißt er Damodaran oder Dasmodaran, ich bin mir nicht ganz sicher, mit einem sehr guten Bewertungsbuch, ein ganz kluger, vollkommen vorurteilsfrei denkender Bewertungspapst. Ich würde mal sagen, das sind wirklich sehr, sehr gute Bücher. Vielen Dank, Herr Lieber. Ach, noch ein ganz nettes kleines Buch von Pat Dorsey. Da geht es um den Moat. Wie heißt das Buch? Weiß nicht. Es gibt eine Serie, The Little Book That Builds Wealth, That Builds und so weiter. Pat Dorsey hat ein Buch geschrieben über die strategischen Marktstellungen, also über die Burggräben. Wann ist eine Firma vor Wettbewerb geschützt und was für Arten von Schutz gibt es dort? Auch das ist ein hochinteressantes Buch. Und eins, wenn man mal ganz anfangen möchte oder auch zum Verschenken von, helfen Sie mal kurz, Greenblatt? Nee. Greenblatt, Joel Greenblatt. Joel Greenblatt, ne? Also das Buch, das ich meinte, ist von Joel Greenblatt, ein Buch über das Investieren mit ganz simplen Beispielen. Und da geht es an diesem Beispiel eines, ich glaube, eines Zitronenstandes oder Zitronensaftstandes, darum, was ist eigentlich das gebundene Kapital, wo ist der Mehrwert, was bezahlt man für den Mehrwert und so weiter. Sehr klug als Einstieg, als allererster Einstieg in das Thema, was bedeutet eigentlich Kapitalbildung? Ja, dann habe ich das auch mal hier. Ich glaube, das ist die magische Zauberformel sogar. Ja, so heißt es auf Deutsch, ja. Die Formel ist gut, ja. Und die findet man in Abwandlung auch bei dem Pennen wieder. Ja, vielen Dank, Herr Leber, für Ihre Zeit heute. Wo findet man Sie denn alles? Auf YouTube? Und wie bitte? Man findet Sie ja auf YouTube noch. Wenn man sich weiter für Sie interessieren sollte, könnte man Sie auf YouTube finden.
Ja, also wir haben ja einen eigenen YouTube-Kanal, einen Akathist-Kanal, das ist ja der Name unserer Firma. Was sich lohnt, sind die jährlichen Konferenzen, die wir haben. Wir machen einmal pro Jahr eine Value-Konferenz, wo wir 6 bis 8 Redner haben und es geht immer um ein Themengebiet. Zum Beispiel dieses Jahr um den Kapitalismus oder über künstliche Intelligenz, das war ein Themengebiet. Und da sind so ein paar, sag mal, Leuchtturm-Vorträge zu finden, plus natürlich viele Interviews, die ich gegeben habe. Unter anderem bei Value Dach eben von Tilman Fersch. Der hat einige kluge Interviews geführt. Ich glaube, da kann man viel rausziehen, wenn man das möchte. Und finden die Veranstaltungen jetzt offline statt oder online? Wir haben die Konferenz immer physisch gemacht im Unigelände, haben das aufgezeichnet und dann auf YouTube bereitgestellt. Dieses Jahr wegen Corona haben wir es komplett in einem Fernsehstudio in Mainz gemacht. Das hat also komplett virtuell stattgefunden. Aber ich muss schon sagen, das Gespräch mit Investoren am Mittagstisch und so weiter, es ist wichtig. Und darum glaube ich, werden wir das nächstes Jahr wieder physisch machen, also wahrscheinlich wieder auf dem Unigelände. Ja, Herr Lieber, haben Sie vielleicht noch ein schönes Schlusswort? Ach nee, aber es geht ja um Ratschläge für den jungen Investor. Genau. Eins hatte ich ja schon gesagt, früh anfangen. Also früh bitte anfangen. Fangen Sie mit 10 an und nicht mit 30. Je früher, desto besser, desto länger ist der Lauf, desto mehr Fehler kann man lernen und verlernen auch wieder. Und eine ganz wichtige Regel, die wir bei uns im Team über die letzten Jahre wirklich gelernt haben, kaufe wirklich Aktien, die man über 10 Jahre behalten möchte. Dann sucht man ganz anders aus, als wenn man nur ganz schnell mal schnell einen Euro machen möchte. Man guckt dann wirklich auf die fundamentalen Qualitäten einer Firma. Und das ist ein ganz anderer Blick. Und dann kann man auch mal 5 oder 10 Jahre lang, würde man sagen, seine Gewinne auf einer einsamen Insel verbringen. Weil wenn man wiederkommt, ist das Geld ja mehr wert geworden, weil die Firma ja die ganze Arbeit für einen erledigt hat. Also dieser sehr langfristige Blick hilft auch im kurzfristigen Geschäft, weil man dann die richtigen Aktien findet. Ja, vielen Dank für das Schlusswort und bedanke ich mich nochmal für das Interview. Sehr gerne.